Das ist sehr lieb, aber ich habe noch gar nichts gemacht. Können mich alle hören? Oder wer kann mich nicht? Das kann man auch nicht beantworten. Hallo, mein Name ist Sascha Friesecke. Ich arbeite am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und ich bin heute hier, um Sie willkommen zu heißen. Zur zweiten Ausgabe des digitalen Salons Spezial. Und heute hier im Orange Lab zu dem Thema von kommunikativen Kühlschränken und selbstfahrenden Autos: Ist das Internet der Dinge mehr als eine Vision? Ich habe die letzten Tage damit verbracht, Leute zu fragen, was denn das ist, das Internet der Dinge. Ich selber habe das erste Mal, glaube ich, davon gehört in der 11. Klasse, als ich war auf einer Schule, die hieß Werner von Siemens Oberschule, und das Einzige, was ich jemals von Siemens dafür bekommen habe, war, dass wir zur CeBIT fahren durften. Und das war 2001 und da war irgendwie Internet der Dinge das Thema und da ging es tatsächlich um sprechende Kühlschränke, die selber Essen nachbestellen können. Und wir sind damals hingefahren und haben uns gedacht, was für ein unglaublicher Quatsch. Wer braucht das? Und dann bestellt dieses Ding ständig Pudding nach, wenn ich den aufgegessen habe. Man ist in so einem Pudding-Loop gefangen oder was in die Richtung. Und habe eigentlich seitdem nicht mehr viel von Internet der Dinge gehört, bis ich diese Sendung vorbereiten sollte. Und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich heutzutage ja überall drin ist. Also wir fahren Autos, die irgendwie miteinander reden. Wir können Autos buchen über unsere Handys. Zu Hause habe ich eine Kamera rumstehen, die ich von überall bedienen kann und nachgucken kann, was zu Hause gerade passiert, ohne dass ich das jemals wieder mit dem Thema zusammengebracht habe. Das ist heute die zweite von drei Sondersendungen im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2014, die digitale Gesellschaft. Und das Ganze ist eine Initiative vom BMBF. Vorher gab es online die Möglichkeit zu kommentieren, was passieren soll oder was von dem Thema gehalten wird. Ich fand das ganz interessant, weil das so ein bisschen ein deutsches Lichtkegel auf das ganze Thema geworfen hat. Der Erste, glaube ich, der kommentiert hat, hat gesagt, wie wahnsinnig wichtig es wäre, herauszufinden, wie viel Geld er damit tatsächlich sparen könnte. Und das dritte Thema war irgendwie die Angst, dass man jemand, der beschrieben hat, wie es am Flughafen gewesen ist und dass er irgendwie angestanden ist und eine lange Schlange, da müsste er automatisch sich einbatchen. Es gab dann nicht mehr die Möglichkeit, mit irgendjemandem zu reden. Die Maschine wollte seinen Ausweis nicht lesen. Danach musste er irgendwie das Gepäck auf so eine Maschine stellen, die ihm gesagt hat, dass er irgendwie anders das Ticket daran kleben sollte. Und der Nachbar hat das auch nicht hingekriegt und beide standen eine Viertelstunde da und es hat alles nicht funktioniert, bis irgendwann eine überforderte Servicekraft kam und ihnen geholfen hat, bis sie dann fast ihren Flieger verpasst hatten. Und das war quasi seine Vision des Internets der Dinge. Unterm Strich war das alles ein bisschen dystopisch. Ich bin deswegen sehr gespannt, wie die Diskussion heute wird und möchte damit eigentlich überleiten zu Katja Weber, die heute die Moderation übernehmen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich schlage mich hier durchs Gebüsch und im Saal verteilt sind die Diskutanten. Wäre natürlich sehr schön, die fänden sich auch hier vorne bei mir ein. Dann bin ich nicht so alleine. Oh, wir sehen euch kaum und werden stark angestrahlt. So, ich quatsche einfach noch mal so ein bisschen ins Unreine, weil Kamera und Ton erst mal gucken müssen, wie es funktioniert und ob das Bild schön ist und ob der Ton schön ist. Und wenn ich mir dann ein Glas Wasser eingeschenkt habe, sage ich herzlich willkommen. Ich bin Katja Weber von D-Radio Wissen vom Hörsaal. Immer zu hören am Wochenende auf dem famosen Kanal von D-Radio Wissen. Tatsache, Sonderausgabe des digitalen Salons. Wir sind in den Westen gezogen, ins Orange Lab. Da befinden wir uns jetzt. Im Orange Lab über uns war in den 60er Jahren die Deutschlandzentrale von IBM. Hier standen riesige Rechner. Ich habe mir vorhin sagen lassen, die hatten dann zusammen 500 MB. Jahrzehnte vorher, also zwei Jahrzehnte vorher, soll Thomas Watson, der langjährige IBM-Chef, was gesagt haben. Vielleicht wird es ihm auch nur von Übelmeinenden in den Mund gelegt. I think there's a world market for maybe 5 computers. Gut, wir sind ein paar Jahrzehnte weiter. So viel zur Treffsicherheit von Prognosen. Wir versuchen uns heute Abend trotzdem dran. Erstmal noch so ein paar Warn- und Sicherheitshinweise. Was wir hier besprechen, wird gestreamt auf der Seite des Alexander von Humboldt-Instituts. Wer das da verfolgt über diesen Kanal, können wir sagen, hallo, winke, winke. Ihr könnt sehr gerne mitdiskutieren per Twitter, Hashtag Dicksal. Einwerfen, was ihr einwerfen möchtet, auch hier aus dem Saal. Und das ist oftmals hier ein sehr diskussionsfreudiges Publikum, sind Nachfragen, Einwürfe, Kritik, sehe ich anders, hochwillkommen. Die Sendung wird aufgezeichnet und im kommenden Monat dann ausgestrahlt im Hörsaal auf D-Radio Wissen.
Ihr habt schon gehört, Sonderausgabe, Extrablatt, Spezial. Wir sind auch Teil des Wissenschaftsjahres 2014, Motto die digitale Gesellschaft. Das Jahr, das Motto hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgerufen. Und HEG und D-Radio Wissen laden gemeinsam mit dem Ministerium zu mehreren Sonderausgaben. Das hier ist Nummer 2. Danke also auch an das BMBF und danke ans Orange Lab auch, dass wir hier sein dürfen. Wir haben ein paar Leihgaben, vielleicht hat der eine oder die andere sich das schon mal angeguckt. Den Emoticon-Roboter El Niño, der steht da drüben. Der soll euch quasi durch seinen Gesichtsausdruck anzeigen, wie happy oder traurig die Lieben in der Ferne sind, damit ihr das nicht erst umständlich am Telefon rauspräparieren müsst oder per Skype, sondern gleich seht, oh, mal den Schatz anrufen, da ist irgendwie was im Argen. Hinter uns steht ein jetzt, aber auch sonst fahrerloses Auto von Autonomos, also ein Auto, das sich einfach so durch den Straßenverkehr bewegt. Naja, also wie einfach so, das hören wir vielleicht gleich noch. Das auch schon erfolgreich getan hat, ist auch hier schon um den Reuterplatz gefahren, um die Siegessäule rum, durch den Berliner Straßenverkehr. Ohne Unfall, soweit ich weiß, ne? Ja, und da drüben gibt es noch den Wunderbar, oder ich weiß nicht, ob man ihn etwas amerikanischer ausspricht, also den Wunderriegel. Man kann ihn zusammenfügen, sozusagen benutzen als ein, ja, als so ein Starter-Set für Innovationen, sage ich mal so ins Unreine. Könnt ihr euch alles gerne nachher noch angucken. Diese Dinge jedenfalls werfen uns rein direkt ins Thema von kommunikativen Kühlschränken und selbstfahrenden Autos. Wir haben es gerade schon gehört, ich glaube, Thema kommunikative Kühlschränke, ich greife mal vorne weg, findet so ziemlich jeder plus minus doof, aber vielleicht hören wir ja auch anderes. Ist das Internet der Dinge mehr als eine Vision? Wir haben ein paar Visionäre und Realisten eingeladen. In welchen Prozentangaben kristallisiert sich, glaube ich, so im Laufe der nächsten Stunde raus. Und ich möchte euch die Gäste vorstellen. Sandra Hoferichter sitzt dort, ist studierte Architektin, beschäftigt sich aber überwiegend mit der Statik, Konstruktion und vielleicht auch Bewohnbarkeit des Internets, wenn man da irgendwelche Parallelen sehen und herbeiführen möchte. Ich weiß nicht, wer von euch die Ankündigung gelesen hat auf der Seite des HEIG. Ich kam mir jedenfalls vor wie ein Idiot. Gibt ganz viele tolle Abkürzungen in ihrem Lebenslauf. Eurodic, Eurosig, ICANN und ELEC und bestimmt noch viele andere mehr. Ich versuche mal mit meiner Übersetzung. Ich vermute, Sandra Hoferichter beschäftigt sich auf europäischer und internationaler Ebene mit der Frage, wo und wie Regulierung im Netz Not tut, wie man sich im Netz und im Internet der Dinge zurechtfindet im Sinne des Verbrauchers. Hector Harkötter macht Filme, schreibt Texte, lehrt an der Hochschule für Medien am Kölner Standort, beschäftigt sich mit Medienethik und, jetzt kommt's, ich freue mich, beschäftigt sich mit Multicross-, Trans- und Postmedialität, was ich schon mal wirklich nicht schlecht finde. Und er hat einen Blog, Antimedien heißt er, da sieht man im Hintergrund so eine schwarze Schiefertafel, draufgekritzelt ist mit weißer Kreide und die Einträge selbst erscheinen auf den weißen Flächen eines rausgerissenen Zettelblocks, also der Block mit CK. Ich schlussfolgere, er liebt die Medien vergangener Jahrhunderte und Jahrzehnte und interessiert sich für die, die kommen. Wenn das nicht stimmt, können Sie es gleich richtigstellen. So, Raul Rochas ist Professor für Künstliche Intelligenz an der FU hier in Berlin und zweifacher Fußball-Weltmeister. Keine Sternchen drauf, aber dennoch, also im Roboterfußball muss man allerdings dazu sagen. Seit 2006 tüftelt er mit seinem Autonomos-Team, Wortspiel, am selbstfahrenden Autos. Und ja, wie gesagt, eins davon ist hier draußen auch schon rumgegondelt, ohne in irgendwelche Kotflügel oder so reinzurauschen. Christian Lang möchte ich euch noch vorstellen. Der möchte, dass eure dummen Wohnungen und Häuser klug werden. Er ist der Pressesprecher von iHouse. Das ist ein Startup aus dem Münchner Raum, ne? Kann man so sagen. Und das Unternehmen will einerseits durch Vernetzung Energie sparen. Bei Sascha vorhin klang ja auch schon mal an, was die User sagen. Geld sparen equals Geld sparen. Und die Sicherheit erhöhen. Und andererseits möchte er euer trautes Heim automatisieren. Also so vernetzen, dass die Gerätschaften miteinander kommunizieren. Man redet ja nicht mehr, man kommuniziert. Und da würde ich natürlich bei Ihnen, Herr Lang, gerne gleich anfangen und fragen, was ist denn im Hause Lang miteinander vernetzt und kommuniziert? Im Hause Lang leider noch gar nicht so viel. Wie?
Sie verkaufen das? Ja, das ist richtig. Wir verkaufen das aber erst ab dem 15. Oktober. Okay, und dann wird 2014. Das Hause lang vernetzt? Und dann wird das Hause lang vernetzt, ja, sukzessive. Mit Beleuchtung als allererstes. Und Beleuchtung wird wahrscheinlich auch den Großteil vom gesamten IoT-Gerätemarkt ausmachen in Zukunft. Mhm. Also wir rechnen so mit um die 70%. Ist auch nicht unsere Zahl, sondern ist so ein bisschen aus der Marktforschung heraus. Mhm. Das liegt einfach daran, dass Beleuchtung einerseits was ganz Einfaches ist, einerseits das auch was ist, was überall ersetzt wird, um Energie zu sparen. Das hat jetzt noch nichts mit IoT zu tun, sondern sie ersetzen halt jetzt Glühbirnen durch LED-Technologie, um Energie zu sparen. Das ist jetzt noch nicht unsere Idee. Ja, und wo kommt da die Vernetzung ins Spiel? Die Vernetzung kommt zum Beispiel bei Philips Hue ins Spiel, das kennen Sie wahrscheinlich. Bei was? Philips Hue, das sind... Null Ahnung. Ich wette, Sie kennen es doch. Also es ist ein Leuchtmittel von Philips, das die Farbe wechseln kann, wenn Sie die App dazu benutzen. Und dann leuchtet es ganz toll in allen Farben. Wie, dann kann man Haben Sie jetzt erstmal noch nichts davon? Können Sie es halt bunt einstellen? Mhm. Mögen Sie oder mögen Sie nicht? Das Besondere ist, Sie können das natürlich auch mit anderen Dingen vernetzen. Und dann ist es einfach nicht mehr nur noch Licht, sondern informiert es Sie gegebenenfalls auch über Zustände von anderen Geräten. Es kann jetzt nützlich sein, es kann aber auch weniger nützlich sein. Aber das ist halt auch einfach so ein Ausgangspunkt. Was ist denn ein Anwendungszweck dafür? Ich stelle mir natürlich gleich vor, ich glaube, es gibt aus den 60ern so einen Film mit Rock Hudson, so eine Jungfrauenabschleppfalle. Der hat so eine vollautomatisierte Wohnung. Man drückt einen bestimmten Knopf, das Bett fährt aus, das Licht dimmt runter. Ist es sowas? Oder wenn die Großmutter kommt, besonders hell, damit die gut lesen kann? Das klingt ziemlich sinnlos. Also es ist dann eher sowas, dass Ihr Licht zum Beispiel die Farbe wechselt, wenn Sie eine Facebook-Nachricht haben, in Blau, wenn Sie das möchten. Das ist rot. Ah, okay, blinkt, es informiert mich über Sachverhalte. Wenn ein Rauchmeldealarm schlägt. Oder dass es zum Beispiel einfach nur kurz aufleuchtet, wenn es an der Tür klingelt, weil Sie zum Beispiel gehörlos sind und die Türklingel nicht hören können. Mhm. Okay. Das wären drei mehr oder weniger sinnvolle Anwendungsbeispiele. Mhm. Wie viel künstliche Intelligenz gibt es in Ihrem Leben, also jenseits vom Schreibtisch, vom Arbeitsplatz, Herr Rochas? Ja, ich glaube, dass künstliche Intelligenz ist ein Begriff, was sich im Laufe der Jahre verändert hat. Und früher war sicherlich so ein Handy, würde man schon bezeichnen als etwas aus dem Bereich künstliche Intelligenz oder heutige Autos, heutige Fahrzeuge, die selber stabilisieren, wenn man in die Kurve fährt. Mhm. Das ist etwas, was man nicht merkt, etwas, was von alleine geschieht im Fahrzeug. Aber die Elektronik ist immer im Hintergrund, sodass ich denke, dass bei jedem Zuhause, sei es in der Waschmaschine, die sich selber einstellt, oder in dem Ofen, der jetzt Induktion zum Beispiel benutzt, oder im Auto, wo die Elektronik den Zustand des Fahrzeugs überwacht, ich denke, es gibt viel mehr Intelligenz, die in den Geräten eingebaut ist, die wir nicht wahrnehmen, weil das ist der Sinn der Sache, dass alles intuitiv zu bedienen ist. Und wir wissen nicht, dass die Objekte sich anpassen an unsere Bedienungsart. Und haben Sie Gegenstände, Haushaltsgeräte in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus, die miteinander sich auf die Bedürfnisse des Raoul Rochas ausrichten, einstellen? Und, ich habe tatsächlich ein sogenanntes intelligentes Haus gebaut, 2008. Bei mir im Haus ist alles vernetzt, alle Lichter, die alle Geräte im Kühlschrank, das ganze Haus hat Internetanschlüsse in allen Zimmern. Wie stelle ich mir jetzt nochmal, jetzt sind wir wieder beim Licht, wie stelle ich mir das vor, alle Lichter sind vernetzt, was können die dann? Ja, sie können zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin im Ausland, ich kann aus dem Ausland kann ich alle Lichter einschalten, ausschalten. Ich kann über auf Ihrem Handy oder wo? Aus dem Handy oder aus dem Laptop können Sie das komplette Haus bedienen, bis zu den Haushaltsgeräte, ne? die man da hat. Also das Problem dabei ist, und das muss man dazu sagen, man muss heutzutage ein Fachmann sein, um sowas machen zu können. Okay. Das ist nicht etwas, das heutzutage jeder machen kann. Also ich bräuchte irgendwie einen IT-Admin, um mir einen Tee zu machen in Ihrem Haus. Ja, das Problem sind die fehlenden Standards. Es gibt verschiedene Anbieter von unterschiedlichen Geräten und jeder hat einen eigenen Standard. Es gibt noch nicht einen universellen Standard für diese Internet der Dinge, die man heute so nennt, sondern das entsteht langsam und peu à peu hat man die fehlenden Verbindungen zwischen den Geräten, sodass man von etwas Gemeinsames reden kann. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das alles gemacht habe, war es für Fachleute reserviert. Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Frau Hoferichter? Was ist in Ihrem Haushalt klug? In erster Linie ich. Okay. Und nachgeordnet? Mein Computer, mein Drucker,
natürlich noch meine Familie. Nein, also ich muss eigentlich sagen, bis auf meinen Arbeitsplatz, der alle möglichen technischen Geräte, die aber nicht außergewöhnlich sind, ist da noch nichts vernetzt. Und ich werde vermutlich auch selbst, obwohl ich sehr technikaffin und begeistert bin, einer der wenigen sein oder einer der letzten sein, die ihr Haus oder ihre Wohnung zu sehr vernetzen. Also ich würde, glaube ich, versuchen, die Dinge so lange wie möglich auf einem sehr flachen Level zu halten, solange das geht. Ganz einfach, weil ich denke, wir betreten hier ein neues Zeitalter. Das ist gut, Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Aber mit dieser Schwelle, die wir jetzt übertreten, geben wir nochmal eine ganze Menge an Autonomie über unser eigenes Leben, über unseren Körper ab. Solche Prozesse haben in der Vergangenheit auch stattgefunden, wo die Menschen aufgehört haben, ihr Vieh selber zu jagen und zu schlachten, sondern zum Fleischer gegangen sind und Konsumenten wurden. Da haben wir auch eine Grundeigenschaft, die wir zum Leben brauchen, abgegeben an andere Menschen. Und hier geben wir jetzt immer mehr Funktionen, ob es die Überwachung des Schlafes, die Überwachung der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Beleuchtung, was auch immer, die geben wir in Zukunft an Maschinen ab. Ist das per se schlimm? Sie werden von mir kein Ja oder Nein hören. Ich denke, es hat Vorteile und es hat auch Nachteile. Wie Herr Jochas schon sagte, die Entwicklung wird zeigen, wo der Weg hinführt. Als Architektin weiß ich, dass Bauherren per se eigentlich zu 90% sehr traditionell sind. Wie lange es gedauert hat, Photovoltaik einzuführen oder intelligente Wärmedämmsysteme, das hat 20 Jahre und länger gedauert. Ich denke, es wird ähnlich lange dauern, bis die Menschen so weit sind, emotional bereit sind, diese Vernetzung wirklich dann in ihr Haus, in ihr Schlafzimmer, in die Kinderzimmer etc. hereinzulassen. Aber nichtsdestotrotz, es ist gut, dass viele Leute diesen Diskurs führen, wo uns das mal hinführen wird, um hoffentlich auch Mechanismen einzubauen oder Vorsorge zu treffen, dass es auch immer eine Opt-out-Möglichkeit gibt. Dass man immer entscheiden kann, ich möchte jetzt abschalten können. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir irgendwann keine Strommesser mehr bekommen, die nicht mit dem Internet vernetzt sind. Also abschalten war ein Stichwort, da würde ich natürlich sehr gerne zu Ihnen überleiten, Herr Kotter. Und diesen Diskurs, den Sie ansprachen, dafür sind wir ja hier, um den heute Abend zu führen. Sie haben ein Buch geschrieben, ein Medienhasserbuch. Ihr Blog, also den Sie gleich wohl schreiben, heißt Antimedien. Ich vermute mal, bei Ihnen ist außer Computer, Smartphone und so auch nicht allzu viel vernetzt, oder doch? Das ist ein ganz großer Irrtum. Bei mir ist total viel vernetzt. Was denn? Und ich würde mich auch wirklich als Techie bezeichnen. Zum Beispiel, Sie haben gefragt, was ist in Ihrem Haus klug? In meinem Haus ist seit einem Jahr der Fernseher klug. Mhm. Mir ist nur aufgefallen, das Programm im Fernseher ist deswegen nicht klüger geworden. Das bietet mir totale Vorteile, so ein Smart-TV. Ne? Also ich kann zum Beispiel zeitversetzt fernsehen, ich kann auf Mediatheken zugreifen. Das sind enorme Vorteile, wenn man kluges Programm sucht und nicht auf die Programmgestaltung von Fernsehsendern angewiesen sein Sie will. Sie können notfalls D-Radio Wissen hören. Zum Beispiel, genau, die Sendung Hörsaal. Ja. Oder im Stream, an meinem Smart-TV, kann ich natürlich auch diesen Stream verfolgen. Das ist ein großer Vorteil für mich. Allerdings habe ich dann im letzten Winter in der Zeitschrift CT zum Beispiel lesen können, dass diese Smart-TVs nicht nur mir tolles Programm mitteilen, sondern auch den Programmherstellern mitteilen, wie ich mich vor diesem Fernseher verhalte und wann ich zum Beispiel die Werbung wegzappe und wann ich umschalte von RTL auf Sat.1 oder wieder zurück. Und da muss ich sagen, ja, da bin ich Medienkritiker, das möchte ich nämlich nicht. Also das geht Sat.1 oder RTL ja eigentlich nichts an. So, und was machen Sie dann? Sie möchten die Programme, die möchten die Daten. Das heißt, Sie nutzen den neuen, tollen Fernseher nicht? Ja, ich bin jetzt ja erstmal sozusagen wie wir alle darauf angewiesen. Also ich habe ja ich habe die Wahl nicht. Ja? Ich kann also versuchen, gesellschaftspolitisch, netzpolitisch darauf hinzuwirken, dass regulativ eingegriffen wird und zum Beispiel der Gesetzgeber oder eine Justiz sagt, halt, das ist ein Eingriff in mein informationelles Selbstbestimmungsrecht und das sollte ein Fernsehsender, vielleicht gerade auch ein öffentlich-rechtlicher, nicht dürfen.
Und diese Art von Regulierung brauchen wir mit Sicherheit. Mhm. Und je mehr Geräte wir vernetzen, umso mehr Sicherheits- und Privatsphäre-Probleme handeln wir uns natürlich ein. Das liegt doch auf der Hand. Ich denke, die Geräte, die Sie jetzt angesprochen haben, der Fernseher, das ist was viele sicherlich irgendwie anpiept, so Richtung Weihnachten mal drüber nachzudenken. Es gibt aber auch viele andere Gerätschaften, die ich jetzt vor 2 Wochen, ist sie zu Ende gegangen, auf der IFA mir angeguckt habe, wo ich dachte, was soll das? Es gibt Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Spülmaschinen, die jetzt klug sein sollen, statt einfach meine Socken zu waschen und mir einen Kaffee zu machen. Also warum, Herr Lang, was ist der Mehrwert? Warum ist das so ein Riesending? Ja, das dürfen Sie mich eigentlich nicht fragen, sondern das müssen Sie Mensch. Die Leute fragen, die diese Geräte herstellen und verkaufen wollen. Ich dachte, Sie könnten, wären da einen Schritt weiter, könnten sich einfühlen. Ja, das kommt ganz drauf an. Also das mit der Kaffeemaschine ist natürlich irgendwo ziemlicher Quatsch. Dann habe ich hinterher eine App, wo ein Knopf drauf ist oder ein Button drin ist, in dem ich dann draufdrücken kann, genauso wie ich es vorher bei der Kaffeemaschine auch gemacht habe. Da habe ich erstmal nichts davon. Bei der Waschmaschine ist ganz ähnlich, die muss ich immer noch von Hand befüllen. Also solange mir das niemand abnimmt, habe ich erstmal überhaupt keinen Mehrwert davon. Aber vom Bett aus schon den Kaffee anzumachen, hätte doch Vorteile. Ja, das ja, finde ich so eine Vorteile, konstruierte Situation, weil da müsste ich ja dran denken, mein Tablet oder mein Handy mit der entsprechenden App auch abends mit ins Bett zu nehmen. Wahrscheinlich müsste ich erst ins Arbeitszimmer das holen, damit wieder ins Bett, um von da den Kaffee zu programmieren. Also ich sehe, es wird ja immer argumentiert mit Komfort und Zeitgewinn. Den sehe ich jetzt nicht so. Also sehe ich auch nicht. Was würden Sie als Mehrwert denn ausweisen? Ich würde es dann als Mehrwert bezeichnen, wenn ich wirklich einen Zeitgewinn hätte oder wenn ich einen Komfortgewinn hätte. Und dafür muss es dann wenigstens von alleine passieren, wenn irgendetwas anderes eingetreten ist. Das heißt, ich hätte meinen Kaffee gerne dann heiß und fertig aus der Kaffeemaschine, wenn ich aus der Dusche komme. Wenn ich da vorher noch auf die App betätigen muss oder sonst irgendwas, dann vergesse ich das ja in den meisten Fällen. Weil ich bin ja schläfrig, wenn ich aufstehe und so weiter. Das heißt, wenn es einen Mechanismus gibt, der feststellt, dass ich jetzt gerade angefangen habe zu duschen, der da meine Kaffeemaschine aktiviert, so dass der Kaffee fertig ist, wenn ich aus der Dusche komme, dann ist es unter Umständen eine schöne Angelegenheit, wenn ich bereit bin, ein Stück Privatsphäre dafür zu riskieren. Hat die Kollegin auch recht. Okay, wenn Sie sagen, der Komfort ist es nicht, den man sich durch diese Art von Anwendungen einhandelt, Zeitgewinn ist es auch nicht. Was ist denn die Ressource, die sich vermehrt dadurch, dass ich diese Möglichkeiten nutze? Also wo springt für mich was bei raus als Nutzerin? Es kommt darauf an, ob Sie jetzt beim Beispiel der Kaffeemaschine bleiben wollen oder nicht. Das habe ich ja gleich gesagt, dass ich das nicht so als so wahnsinnig sinnvoll betrachte, abgesehen davon, dass dann ich sagen Sie mal, Kaffee... was Sie sinnvoll finden. Jetzt also, mal vielleicht jenseits der Beleuchtung, über die wir schon sprachen. Ja, wie gesagt, Beleuchtung macht aber einen großen Teil aus. Und es geht jetzt nicht um das einzelne Gerät, das einzelne Device, sondern immer um die Verknüpfung und den neuen Mehrwert, der vielleicht dabei entsteht. Das heißt, es geht um Geräte, die jetzt eine Aufgabe mit übernehmen, die sie vorher nicht übernommen haben. So wie das Licht. Das Licht übernimmt jetzt eine informative Aufgabe mit. Das war früher nicht der Zweck des Lichtes. Das sollte früher ausleuchten. Das könnte der Fernseher auch tun. Also gerade der Begriff Smart TV ist ja eigentlich eine ziemliche Frechheit. Weil wie smart ist er denn? Also ich kann die ganzen Apps, die da so mitkommen, die kann ich benutzen, um Max Dome zu verwenden oder irgendein anderes Streaming-Angebot. Aber sonst, also dieser Smart Hub, der mir da beim einen Hersteller angeboten wird, der ist alles andere als smart. Aber die Funktionalität ist da. Also der Fernseher ist IP-fähig, das heißt, ich könnte auch andere Quellen damit einschleifen. Ich könnte zum Beispiel das Bild aus der Gegensprechanlage von meiner Haustür auf dem Fernseher sehen. Das wäre ein Mehrwert, den ich ganz toll fände. Weil? Weil ich dann wüsste, vor meiner Haustür steht. Ich muss nicht mehr in die Gegensprechanlage hingehen, muss draufdrücken, muss sagen, wer ist denn da? Sondern ich sehe das Bild, wenn ich eh vom Fernseher sitze. Das ist absolut eine Zeitersparnis oder für faule Menschen auch. Ich weiß nicht, wie groß Ihr Haus weniger. Ist. Durch, ja, leider ist durch nicht wie so viele Säle Sie wandeln, bis Sie an der Haustür sind. Also ich frage mich tatsächlich, ist die Zeitersparnis, ja, aber jetzt stellen Sie vor, Sie verliere wohnen in der ich Innenstadt, das nicht wieder auf der anderen Sie vor, Seite Sie wohnen bei dem in der ganzen Innenstadt installieren. Und es klingelt 15 Mal bei Ihnen am Haus. Wie bitte? Stellen Sie vor, Sie wohnen in der Innenstadt und es klingelt 15 Mal am Tag an der Haustür. Und Sie wissen ganz genau, in 12 von den 15 Fällen ist es Briefträger oder ist es ein Zeitungsjunge und Sie gehen da jetzt sowieso nicht hin. Ja, so mache ich das. Genau, ich wohne nämlich in der Innenstadt. Ja, und jetzt überlegen Sie mal, wie viele Pakete Sie dann verpassen, die ein Nachbar annimmt oder wo Sie dann hinterher zur Paketstation radeln müssen. Also das ist in Bezug auf das Gerät Smart TV auf jeden Fall eine sinnvolle Neuerung, die das Gerät mitbringt und technologisch schon eigentlich an Bord hat. Jetzt aber nicht nutzt. Stattdessen kriege ich es als Smart TV verkauft, ohne wirklich irgendwo ein smartes Feature mit dabei zu haben. Das heißt, ich müsste schon so drauf sein, dass ich an den Dingern rumfummel und die auf meinen Nutzen einrichte? Oder kann ich mit den Gegenständen, wie sie mir jetzt geliefert werden, so wie sie auf der IFA ausgestellt wurden, auch schon sinnvoll was anfangen? Ja, das ist das, anfangen. Was Professor Horace eben gesagt hat, das können Sie jetzt noch nicht. Da müssten Sie jetzt schon ganz schön Know-how mitbringen. Das ist ja genau unser Job, diese Dinge irgendwo zu realisieren in naher Zukunft. Kann ich etwas sagen? So, ich denke, gerade bei der IFA und bei all diesen Ausstellungen gibt es viel Spielerei. Es gibt viele Geräte, die wahrscheinlich keiner kauft oder nur eine sehr kleine Kundschaft.
Ich denke, es gibt schon einen Bereich, wo man viel sparen kann durch Einsatz von Sensoren. Und das ist der Energiebereich. So gerade im Hausbereich und gerade in Europa, wo manchmal sehr kalt wird, da kann man die Heizung so steuern durch auch Luftaustausch, dass man der Bedarf an Energie in Gebäuden, in den Häusern durch Einsatz von solchen Technologien dann spart. So, da bringt direkt etwas. Da gab es auf Publix 4, wo wir schon im Vorfeld diskutiert haben, jemanden, der hat da sehr akribisch unterschieden zwischen dem Terminus Energieersparnis und Kostenersparnis. Was meinen Sie jetzt, was spart man? Beides, eines davon? Ich meine wirklich Energieersparnis in Kilowatt, oder wie Sie das messen möchten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Ich bin in diesem Semester an der Universität Princeton und ich habe in meinem Büro in Princeton, ich habe keinen Schalter für das Licht. Es gibt keinen Schalter. Ich habe mich gewundert, als ich gekommen bin, ich habe den Schalter gesucht, es gibt nicht mehr. Es gibt nur einen Bewegungssensor. Wenn ich reinkomme, dann wird das Licht eingeschaltet und wenn ich rausgehe, wird das Licht ausgeschaltet. Und so ist es im ganzen Gebäude. Und wenn man zu lange ruhig sitzt, geht das Licht aus? Manchmal, aber der Sensor ist so gut. Nein, der Sensor ist so gut, das hat mich gewundert. Ich war wirklich gewundert, weil ich kannte solche Sensoren schon von früher. Diesmal hat es mich gewundert. Seit einem Monat habe ich das nicht erlebt, dass der Sensor, wenn ich drin sitze, da musste ich wirklich vollständig bewegungslos sitzen, sodass das Licht ausgeht. Meine Frage wäre eher andersrum gewesen. Was denn, wenn man so am Nachmittag das Licht nicht anmachen möchte, sondern im Halbdunkel nachdenken? Jetzt denken Sie, das ist ein Campus von 1 Kilometer mal 1 Kilometer. Und alle Lichter in diesem Campus, die haben keinen Schalter mehr. Die werden durch Bewegung aktiviert. Wie viel Sparnis das bringt für den für die Universität. Die haben es gemacht wegen der Kosten, die sie sparen. Und das ist auch Energie, die gespart wird. Haben Sie vielleicht mal nachgefragt, was da dann tatsächlich hängen bleibt? Das habe ich leider nicht gemacht, aber ich wollte nur unterscheiden. Es gibt Spielerei. Und ich habe auch in meinem Haus viel Spielerei eingebaut, Roboter eingebaut und mehr Roboter und Putzroboter. Mit der Zeit sieht man, das bringt nichts. Ja, man ist schneller, wenn man selber putzt, als wenn man irgendein Roboter das machen lässt. Und außerdem, das ist für manche Leute die einzige Bewegung, die man noch heute macht. Deswegen putzen ist auch gut dafür. So gesehen. Da muss man nicht alles robotisieren, was überhaupt robotisierbar ist. Aber es gibt Bereiche, vor allem Energiebereich. Das ist ein Beispiel für mich. Und dann auch etwas, was heutzutage in Deutschland sehr diskutiert wird, der demografische Wandel. Wie sollte man Wohnungen für ältere Menschen und auch für Behinderte so bauen und so instrumentieren, dass alles einfach und leicht zu bedienen ist für diese Leute? Ich würde gern noch mit Ihnen, aber auch mit Ihnen, Frau Hofrich, dann über den Bereich Förderung sprechen. Nun sind wir hier mit Unterstützung des Forschungsministeriums. Die Bundesregierung bekennt sich in ihrer digitalen Agenda zur Förderung von Smart-Home-Anwendungen, wird aber gar nicht weiter ausgeführt, welche da gemeint sind. Also die Sie jetzt ansprachen oder aber dann eben doch der kommunikative Kühlschrank. Gleichzeitig wissen wir aber auch, Internet ist noch Neuland oder wird so bezeichnet. Wissen Sie durch Ihre Arbeit vielleicht, wie die Förderung dezidiert aussieht? Also wo, was, wie gefördert wird? Sie meinen jetzt speziell in der digitalen Agenda, die jetzt im Koalitionsvertrag beschlossen wurde? Mhm. Nein, darüber spezifisch habe ich keine Kenntnis. Der gesamte Koalitionsvertrag ist ja auch in diesem Bereich sehr allgemein und sehr schwammig gehalten. Man kann da viel reininterpretieren. Der positive Aspekt ist, man kann mit so einer Agenda viel machen, viel voranbringen. Es kann aber auch dazu führen, weil keine konkreten Ziele formuliert sind, dass Dinge nicht passieren oder Stillstand eintritt. Jetzt ist ja die Bundesregierung schon ein paar Tage im Amt. Was ist denn Ihr Eindruck, in welche Richtung geht's? Kann man noch nicht sagen. Also gerade in dem Bereich Internet Governance, da hat man ja in diesem Jahr diese Veranstaltung hier gehabt. Da gab es mal so einen kleinen Aufwind. Wir werden gucken, in welche Richtung das geht. Ob dieser Aufwind beibehalten werden kann, wie das jetzt im Bereich Forschung und Entwicklung verfolgt wird, darauf lässt sich warten. Was ich mir vorstellen könnte, was durchaus ein sinnvoller Bereich wäre, auch unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, und da sehe ich neben der Energieeinsparung eigentlich das momentan größte Potenzial, ist wirklich in der Betreuung oder in dem Wohnen für ältere Menschen. Also man stelle sich nur vor, die Toilette, die
frühmorgens die Werte nimmt und an den Arzt sendet. Das erspart schwerkranken Menschen mitunter den täglichen Weg ins Krankenhaus, wo man sich Blut abnehmen muss, warten muss und auf den Befund warten muss und dann nach Hause geht, weil Befund war okay. Das sind so Anwendungen, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, wo wir entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe, die Kontrolle über unsere Autonomie, also über unsere Körperfunktionen verlieren, dass man sie älteren Menschen damit sogar länger ermöglichen kann, dass sie länger in ihren Wohnungen wohnen, dass Herdplatten automatisch ausgeschaltet werden, dass Kinder benachrichtigt werden, wenn lange keine Bewegung stattgefunden hat. Ich denke, das sind sinnvolle Anwendungen und die sind auch für die gesellschaftliche Entwicklung unter dem Aspekt der Demografie sinnvoll und sollten meiner Meinung nach verfolgt werden. Und ich würde gerne noch bei dem Aspekt Förderung bleiben und Sie noch mal fragen. Sie wurden, wenn ich das richtig gelesen habe, Herr Rochers, gefördert oder Ihr Projekt wurde, Ihre Forschungsgruppe gefördert vom BMBF bis vergangenes Jahr. Ne? Ja. Gibt es da eine Weiterführung? Also welche Unterstützung erfahren Sie in Ihrer Forschung? Ja gut, das BMBF fördert Projekte, aber da muss man sich immer neu bewerben. So, als wir vorgeschlagen haben, ein fahrerloses Transportsystem zu entwickeln, ein fahrerloses Auto zu entwickeln, mussten wir das Projekt vorstellen, mussten wir das BMBF überzeugen, dass das eine gute Idee war als Forschungsaufgabe. Und dann läuft die Förderung aus und da muss man immer wieder neue Themen suchen. Da muss man auch sehen, was das BMBF selber vorschlägt. Es gibt von der Bundesregierung gibt es immer Themen, die als Leitthemen vorgeschlagen werden, zum Beispiel demografischer Wandel. Und dann jede Universität in Deutschland kann sich bewerben und die besten Vorschläge, die setzen sich durch und die werden gefordert. Und wie ist das im Moment? Also gibt es da einen Austausch zwischen Ihnen und dem BMBF? Also im Sinne von Geldaustausch? Ja, gut, ich meine, die neue Ministerin ist studierte Mathematikerin. Ich dachte, vielleicht ebnet das den Weg. Ja, man geht nicht zur Ministerin, um die Förderung zu kriegen. Aber wir haben tatsächlich noch laufende BMBF-Projekte. Aber das Modell vom BMBF ist eigentlich so. Man bekommt eine Forderung, um eine Innovation vorzubereiten. Aber was das BMBF möchte, ist, dass nach 3-4 Jahren diese Förderung diese Innovation in den kommerziellen Bereich übergeht. Nicht, dass es an der Universität bleibt, sondern dass es zu Produkten wird. Und in unserem Fall zum Beispiel, was wir gemacht haben und was wir heute haben, ist eine enge Anbindung an verschiedene Autofirmen, die sich für unsere Entwicklung interessiert haben. Mit diesen Firmen machen wir heute gemeinsame Projekte und dann brauchen wir nicht mehr die BMBF-Förderung. Das ergibt sich direkt aus dieser Verknüpfung mit der Industrie. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Ihr Auto fährt durch Berlin. Ich habe mir Clips angeguckt im Netz. Da sieht man also dieses leere Auto, da sitzt niemand drin. Es fährt es brettert über ein Gelände und mich hat es richtig erschreckt. Also ich habe richtig gedacht, boah, gut, dass Sie, wenn Sie durch den Berliner Straßenverkehr fahren, da jemanden reinsetzen müssen, piepegal, ob der die Hände am Lenkrad hat oder so da sitzt, da muss so als Backup jemand sitzen. Mich würde das so als Passantin und als andere Autofahrerin enorm beruhigen. Ich würde sofort einen Unfall bauen, wenn Ihre Kiste an mir vorbeifährt ohne Fahrer. Und habe mich gefragt, passiert Ihnen das häufiger, dass das die Leute so erschreckt? Das ist ja einfach erstmal nur so ein Affekt, so huch, was ist das denn? Wenn wir im Berliner Verkehr fahren und wir sind zugelassen für ganz Berlin, für die Autobahn, für jede Straße, da gibt es immer einen Sicherheitsfahrer hinter der Lenkung. Und wenn wir unterwegs sind, das merkt keiner, weil keiner schaut, ob die Person dann die Hände am Steuer hat oder nicht. So, das heißt, wir sind sozusagen unerkannt unterwegs. Und wir sind häufig unterwegs, wir sind manchmal jeden Tag unterwegs, weil wir müssen diese Erfahrung sammeln, wir müssen testen, wir müssen Tausende, Hunderttausende von Kilometern Erfahrung sammeln, nicht nur wir, sondern auch andere, die Ähnliches machen, wie wir selber überzeugt sind, dass die Technologie reif ist. Und da muss man natürlich die Gesellschaft überzeugen. Ja, ich glaube, in Kalifornien kann ab dem kommenden Jahr mit fahrerlosen Autos gefahren werden. Ne? Da wird jetzt schon an den Gesetzestexten gestrickt und so weiter, ja, die sind zugelassen. Das ist ein bisschen überbewertet. Das, was Kalifornien gemacht hat, das gibt es in Deutschland schon seit den 90er Jahren. Das heißt, Prototypen, die mit Technologie fahrerlos oder mit Fahrassistenzsystemen fahren, wo immer noch ein Sicherheitsfahrer drin ist. Ich glaube, da dürfen Sie aber künftig nicht mehr drin sein, ne? Also beziehungsweise, da darf man nicht mehr eingreifen, sondern die Maschine fährt wirklich autonom, Nein, das ist auch nicht so richtig. Google möchte jetzt sogenannte kleine Transportsysteme haben ohne Lenkung.
die von einem Gebäude zu einem anderen Gebäude Personen transportieren. Das haben sie vorgeschlagen. Inzwischen hat die Verkehrsaufsicht da in Kalifornien gesagt, nee, das geht nicht. Eine Lenkung muss in dem Fahrzeug sein. Und die streiten sich gegenwärtig darüber, wie das geschehen soll. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass die Gesetze das noch nicht erlauben. Die Gesetze sind noch nicht vorbereitet dafür, für Systeme, die leer in der Straße fahren, weil dann entsteht die Frage der Haftung. Genau. Bis die Gesetze so weit sind, da werden noch ein paar Jahrzehnte durchs Land laufen. Über die Haftungsfragen würde ich natürlich auch sehr gerne mit Ihnen noch sprechen, aber vorher noch mal dann diesen Schrecken, der mich befallen hat, gerne mit Ihnen sprechen, Herr Hackötter. Haben Sie eine Erklärung für meinen Schrecken? Also wenn Sie mich jetzt mal kurz austherapieren könnten, ist das irgendwie... Ist mein Narzissmus, ist es eine narzisstische Kränkung, weil die Maschine mich nicht mehr braucht, sondern auch ohne Katja Weber klarkommt? Also was ist dieses Unwohlsein dabei? Also die erste Verkehrstote in Deutschland soll ja eine sehr alte Dame im Schwabenland im Jahre 1901 gewesen sein. Der ist einfach ein Mercedes begegnet. Oh, okay. Und die soll so erschrocken sein, dass sie einen Herzinfarkt erlitt und umfiel. So reagieren eben Menschen auf Innovationen, gerade technischer Art und gerade wenn sie stinken und Krach machen. Und das tun Autos auch, wenn kein Fahrer hinterm Lenkrad sitzt. Und das schleift sich ab, wie auch inzwischen selbst bis ins Schwäbische hinein. Naja, es gibt einen Reflex auf technische Innovation, der erstmal in Ablehnung besteht. Das war wahrscheinlich schon so, als die Steinzeitmenschen das Feuer entwickelt haben. Da hat mit Sicherheit jemand gerufen, oh, da brauchen wir erstmal eine Technikfolgenabschätzung. Und das begegnet uns jetzt natürlich bei diesem wahnsinnig beschleunigten Innovationszyklus, den wir durch die Digitalisierung haben, eben auch in deutlich beschleunigter Art und Weise, dass diese Art von Aversion eben genauso zunehmen, wie das Tempo der Innovation zunimmt. Ich finde an diesem Beispiel mit dem fahrerlosen Auto und dieser Rechtsproblematik etwas ganz interessant. Sie erwähnten ja, wir geben eine Zeitschrift heraus, die sich mit digitaler Ethik beschäftigt und fragen eben jetzt in dieser Ausgabe, deretwegen ich auch hier bin, danach, was für moralphilosophische Implikationen das Internet der Dinge mitbringt. Und ein fahrerloses Auto ist über Haftungsfragen hinaus natürlich auch ein moralisches Problem. Ja. Weil die Frage natürlich ist, wer ist schuld an etwas, nicht nur in einem juridischen Sinn, sondern auch in einem moralischen Sinn? Also wer ist überhaupt noch die handelnde Person? Können Sie mal einen Fall entwerfen? Also die Frage der juristischen Haftung, die wir auch noch besprechen müssen, ist mir vollkommen klar. Mhm. Was ist der moralische Anwendungsfall? Ich erfuhr eben, wir haben einen Fußball-Weltmeister hier. Er spielt aber nicht selber, sondern Roboter spielen. Ja? Das Interessante beim Fußballspiel ist ja, es folgt klaren Spielregeln. Ja? Aber manchmal ist es taktisch ja extrem wichtig, die Spielregel zu brechen. Ja? Es gibt also einen Unterschied. Genau, es gibt einen Unterschied zwischen einem groben Foul und einem taktischen Foul. Aber bringen Sie das mal einem Roboter bei. Das ist kein juristisches Problem, aber es ist ein moralisches Problem. Ja? Und das einem Roboter beizubringen, heißt, ihm eine Moral beizubringen. Und so gilt es natürlich auch für ein fahrerloses Auto. Das fahrerlose Auto, das weiß mit Sicherheit, bei Rot bleibe ich stehen, bei Grün fahre ich. Wie verhält sich das fahrerlose Auto aber, wenn eine alte Dame am Straßenrand steht und rüber möchte? Das ist kein juristisches Problem, aber es ist ein moralisches Problem. Okay. Bremse ich als fahrerloses Auto, wer ist das Ich, das bremst überhaupt, ja, und lasse die alte Dame rüber? Oder beharre ich auf meinem Recht, ich habe freie Fahrt, die Ampel ist grün, ich jage weiter, die alte Dame ist mir egal. Das sind sehr interessante moralphilosophische Fragen, Gut. die da auf uns zukommen. Dann lassen Sie uns tatsächlich so eine therapeutische Sitzung draus machen und dann frage ich Sie, Herr Rochers, wer ist denn dann das Ich im Auto? Also wer haftet und wer ist für moralische Leitplanken zuständig? Ja, und das ist gerade ein ungelöstes Problem, das von der Autoindustrie und von der Regierung diskutiert wird, weil das Problem ist folgendes: ein Auto, was ich jetzt heute von einer beliebigen Firma kaufe, das ist nicht nur ein Produkt von dieser Firma, sondern es gibt hunderte von Zulieferern um diese Firma. Mhm. Es gibt den Zulieferer für die Autoelektronik, es gibt den Zulieferer für die Videokamera, es gibt den Zulieferer für die Software, die auf dem Auto läuft. Wenn jetzt ein Auto unterwegs ist, ohne Fahrer, und es ein Unfall geschieht, dann muss man herausfinden, wer war der zuständig für den Unfall. War die Videokamera, war die Software, war die Platine. Und deswegen, was jetzt völlig offen ist, ist, ob in Zukunft so etwas wie eine Art von Schirmversicherung für alle Fahrzeuge existiert, mhm. sodass, sollte ein Unfall passieren,
gibt es eine Gesamtversicherung für alle Fahrzeuge, die unterwegs sind. Unter der Annahme, und das ist hier die größte Annahme, dass man die Zahl der Unfälle reduzieren will. So, es gibt, sagen wir mal, 10.000 Unfälle im Jahr in einer gewissen Region in Deutschland oder in Europa. Was man möchte natürlich, ist, dass man von 10.000 auf 500 oder 100 Unfälle kommt. Wenn das realisierbar wäre, hätte man natürlich viel gewonnen, weil hätte weniger Tote und weniger Verletzte. Aber die Frage der Versicherung, ob man zu einer Versicherung für alle Fahrzeuge insgesamt kommt oder individuelle Versicherungen für jeden Fahrzeug, das ist heute ein ungelöstes Problem. Und wie ist das bei iHouse? Wird darüber nachgedacht, wer dann haftet, wenn mein Thermostat, keine Ahnung, auf einmal durchdreht und mir die Heizung um die Ohren fliegt? Wir denken über wenige Dinge so viel nach wie darüber, das ist richtig, ja. Mit welchem, wie auch weit gediehenen Ergebnis? Das hängt vom Gerät und von der Anwendung ab, also es ist sehr individuell. Wenn Sie mich jetzt so fragen, wir haften natürlich am liebsten für gar nichts, haften ist Mist. Aber so einfach ist es halt immer nicht. Das heißt, Sie müssen auch irgendwo eine rechtliche Grundlage zurande ziehen können. Und da sind wir so ein bisschen bei dem Problem, was Sie eben im Scherz schon gesagt haben, als Sie sagten, Internet ist Neuland. So ist es ja auch, da sind wir politisch mal wieder hinterher. Das heißt, es gibt keine richtigen... Bums. So, hört man mich noch? Ich hoffe, ne? Mir ist dieses Dings runtergefallen. Das haben Sie mit Absicht gemacht. Versuch's mal zu fixieren. Das heißt, es gibt keine Rahmenbedingungen, zumindest keine fertig entwickelten Rahmenbedingungen, geschweige denn fertige Gesetze, die jetzt für das Thema Internet der Dinge irgendwie belastbar wären. Aber das ist ja deswegen noch kein Grund, warum wir jetzt aufhören würden, Software zu entwickeln. Also Airbus hört ja auch nicht auf, Flugzeuge zu bauen, nur weil in Berlin noch kein Flughafen fertig ist. Das okay, heißt, schönes Bild. Ja, meiner Meinung nach ziemlich das Gleiche. Wo sehen Sie denn die Haftung angesiedelt? Beim Programmierer, bei Ihnen sozusagen als Vertriebsplattform? Was soll ich denn dazu sagen? Natürlich immer beim Hersteller. Wir sind ja nicht der Hersteller, wir sind ja der Softwareentwickler. Das ist aber in Realität dann auch wieder eine Moralfrage. Das heißt, wenn ich mich schuldig sehen würde, dann würde ich es schon sagen. Aber so einfach ist es halt nicht. Es ist immer ein technisches Zusammenspiel. Das heißt, wenn Sie ein konkretes Beispiel machen, dann kann ich auch noch konkrete Antwort geben. Berichten Sie doch mal die aller unpopulärsten Vorkommnisse, die Ihnen bislang so auf dem Schreibtisch gelandet sind und wie das entschieden wurde. Die landen nicht bei mir. Das wurde auch noch nicht entschieden, weil wir, wie gesagt, erst am 15. Oktober anfangen zu verkaufen. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, Ihr Fernseher geht in Flammen auf und der User ist der Meinung, das liegt an einer Verknüpfung, die durch unsere Software hergestellt worden ist, dann könnte ich das natürlich in unserem betriebswirtschaftlichen Interesse erstmal bestreiten. Das würde ich natürlich auch tun, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber wir müssten der Tatsache natürlich trotzdem auf den Grund gehen, um es für die Zukunft zu vermeiden. Es geht ja nicht nur darum festzustellen, wer haftet jetzt, sondern es geht ja auch darum festzustellen, wer ist der Urheber der Katastrophe. Also was ist denn passiert? Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler, genau. Das heißt, im konkreten Fall, der Fernseher geht in Flammen auf, sind wir schlecht beraten, bei uns irgendwo hinter verschlossenen Türen den Fehler zu suchen, sondern da müssen wir natürlich mit dem Kooperationspartner, dem Fernsehhersteller, versuchen herauszufinden, wo der Fehler ist. Wir sind beim Thema Schuld und Sühne. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Redebedarf gibt. Das Blöde ist, dass ich euch fast nicht sehe wegen der starken Scheinwerfer. Also auch, Max, wenn du versuchst, mir zu signalisieren, dass auf Twitter jemand dazu was meint oder einwerfen möchte, ich sehe es ganz einfach nicht. Ihr müsst dann, glaube ich, vor die Scheinwerfer kommen und mir das signalisieren, weil ich euch andernfalls nicht sehe. Ich will damit nur sagen, wer sprechen möchte oder was einwerfen, nachfragen möchte, ist herzlich aufgefordert, das zu tun. Wir wollen euch hier nicht von oben runter bequatschen. Ich sehe ganz einfach nicht, wenn jemand was wissen möchte. Jetzt sehe ich aber doch zwei Fingerzeige. Hier vorne der Herr im schwarzen Hemd, der sitzt an diesem runden Tische. Und ich würde es ja begrüßen, wir haben uns alle vorgestellt, wenn die Zuschauer das auch jeweils täten und ihre Frage adressieren an wen auch immer hier oben auf dem Podium. Mein Name ist Ulrich Klotz. Ich habe keine Frage, aber ich will mal ein Beispiel bringen, um die Ambivalenz deutlich zu machen. Schon bei dem Beispiel mit der Toilette, die irgendwelche Gesundheitsdaten an den Arzt übermitteln kann, könnte man ja auch weiterspinnen, dass Krankheitsdaten an der Krankenkasse übermittelt werden, um die Tarife dynamisch anzupassen. Da wird deutlich, dass es immer zwei Seiten hat. Oder nehmen wir das Beispiel Auto. Es gibt jetzt Überlegungen von Autoversicherungen, die Versicherung von der Fahrweise abhängig zu machen. Das heißt, ich fahre meinetwegen bei schlechtem Wetter schnell, geht meine Prämie gleich rauf. Ich fahre mit Beifahrer oder lasse jemand anders fahren, obwohl ich einen anderen Tarif habe. Oder mein Auto parkt häufig in der Ecke, wo sehr viele Autos geklaut werden. Das kann alles dynamisch in den Versicherungstarif eingehen.
Ist vielleicht ganz vernünftig, weil die Leute dann wirklich nach, wer vorsichtig fährt, zahlt weniger, wer unvorsichtig fährt, zahlt mehr, ist eigentlich nicht schlecht. Andererseits eröffnet es die Möglichkeit, sofort zu kontrollieren, wer mit wem wann gefahren ist und so weiter und so fort. Also ich empfehle Ihnen ja mit Nachdruck die Hörsäle zum Thema Wearables und Gesundheitsforen, wo wir nämlich genau über diese Fragen sprachen, wie Krankenkassen und Autoversicherungen, und das geschieht ja auch schon, die Tarife dem Lebensstil oder dem Fahrstil anpassen. Möchten Sie noch eine Frage nachschieben? Also ich vermute, Sie erwünschen sich eine Beurteilung dieser Entwicklung, oder? Ich finde, man sollte diese Ambivalenz dieser Entwicklung noch mal ein bisschen deutlicher herausarbeiten. Das kam ja schon in dem einen Beitrag, klang es an. Also das ja, Herr Rochers fühlt sich berufen, Ihnen zu antworten. Nee, ich wollte einfach so stimmen. Ich denke, wenn man über Vernetzung redet, hat man natürlich zunächst einmal einen Gewinn durch die Information, die man bekommt. Und Internet ist wunderbar, weil man so viele Zeitungen und so viele Enzyklopädieartikel lesen kann. Aber gleichzeitig, durch diese Vernetzung, entsteht das Problem der Privatsphäre. Es gibt zurzeit, gerade vor 2 Wochen wurde in den USA bekannt gegeben, dass die amerikanische Regierung will ab 2016 ein Gesetz verabschieden, wo Car-to-Car-Kommunikation, das heißt Autos, müssen untereinander reden können über Funkgeräte und Daten austauschen. Der Sinn der Sache ist, dass durch den Austausch von Daten wenige Unfälle passieren. Dass die Autos wissen einfach, es kommt einer von der Ecke und das könnte einen Unfall produzieren. Das ist das Gute an der Sache. Die Ambivalenz entsteht dadurch, dass wenn mein Auto meine Position funkt und ständig meine Daten preisgibt, dann entsteht die Möglichkeit, dann meine gesamte Bewegung in der Stadt zu verfolgen. Und dieser Widerspruch ist noch nicht gelöst. Und ist der lösbar, frage ich mich, oder bleibt er nicht einfach stehen? Ja, es gibt verschiedene Modelle der Anonymität im Straßenverkehr und so weiter. Aber wenn man auch wieder die Personen im Straßenverkehr oder die Autos anonym gestaltet, gibt es die Möglichkeit von Angriffen von außen, von anonymen Personen, die dann funken und dann den Verkehr stören. Und dann entsteht wieder ein Riesenproblem. Das heißt, jedes Mal, wir haben einen Fortschritt in eine Richtung, aber wir haben ein Riesenproblem in eine andere Richtung. Das ist richtig. Aber vielleicht doch noch eine Frage dazu. Was schätzen Sie, wann wird es soweit sein, dass sich Leute vor Autos erschrecken, die mit Fahrer fahren? Was würden Sie schätzen, wann wird es soweit sein? Ich denke, autonome Fahrzeuge, die werden auf jeden Fall sicherer sein als Menschen, die Autos fahren. Ich glaube, das dauert aber noch 30, 40 Jahre. Okay, also sage ich mal, in 50, 60 Jahren schreckt sich einer sozusagen andersrum als ich. Vielleicht möchten Sie, Herr Hakötter, auch noch mal antworten. Wenn die Privatsphäre ja in Gefahr ist, bedroht ist durch die Daten, die natürlich auch ausgelesen werden können oder durch Hackerangriffe, wie Sie es angesprochen haben, was denn dann? Müssen wir dann ein dynamisches Konzept von Privatsphäre ersinnen und uns einfach von der Vorstellung einer Privatsphäre, wie wir sie jetzt haben, verabschieden, so wie wir uns auch von einem Fahrzeug verabschieden, wo vorne jemand sitzt, der an so einem runden Gerät dreht? Also ich glaube, dass dieser Begriff der Privatsphäre, wie einige andere Begriffe, über die wir heute Abend sprechen, stark in Veränderung begriffen ist und sich auch weiter verändern wird. Auch der Begriff Kommunikation ist ja in einem starken Prozess der Veränderung. Wenn wir sagen, Maschinen kommunizieren miteinander, verkehrt das eigentlich den Begriff der Kommunikation, wie wir ihn noch vor wenigen Jahren verstanden haben. Da war Kommunikation etwas, was genuin Personen, Menschen oder Lebewesen zugeschrieben wurde. Und von dem Konzept haben wir uns auch schon verabschiedet. Und ich glaube, dass wir uns von vielen Aspekten des Begriffs von Privatsphäre in Wahrheit schon verabschiedet haben. Und beziehungsweise, dass dieser Begriff einfach heute vielleicht schon etwas anderes für uns bedeutet, als vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren. Viele von Ihnen werden sich noch daran erinnern, in den 80er Jahren gab es enorm große, bevölkerungsweite Proteste gegen die damals geplante Volkszählung. Ja? Was wir heute an Datenerfassung über jeden Einzelnen haben, ist gegenüber dem, was damals von der Politik und der Verwaltung geplant war, unfassbar viel mehr. Und es gibt nicht die großen Protestbewegungen,
dagegen, wie das in den 80er Jahren war. Frau also, Hoferichter, Sie hatten vorhin angesprochen, jeder muss die Möglichkeit, so eine Exit-Strategie haben können, also Opt-out, hatten Sie gesagt, da nicht mittun. Ist das realistisch? Gibt es dann, keine Ahnung, frage ich mich manchmal, gibt es dann mal so eine Gegenbewegung, wie früher irgendwelche rauschebärtigen Müslis, die sagen, machen wir alles nicht mit? Gibt es so eine digitale Abstinenzler-Bewegung, die sagen, nee, wollen wir alles nicht haben, ich mache Kaffee wie Großmuttern mit einem Melitta-Filter obendrauf und den ganzen Rest brauche ich auch nicht? Die wird es immer geben, die gibt es heute auch schon. Solche, das bezeichne ich aber mehr oder weniger als Minderheiten. Was ich zu den Kommentar bloß antworten möchte mit dieser Toilette und den Daten, die eventuell noch anderweitig verwandt werden können. Es ist immer eine Abwägungsfrage. Ist mir in dem Moment die Bewegungsfreiheit in meinem eigenen Haus lieber und ich habe eben so eine Toilette und gehe damit billigend in Kauf, dass solche Daten auch an Krankenkassen, Versicherungen etc. im Alter von 80 Jahren weitergeleitet werden? Ja oder nein? Das ist eine Abwägungsfrage. Ich frage mich ja, kann man nicht das eine und das andere haben? Kann man nicht den Nutzen haben, ich befürchte ohne dass nicht. Dieser Datenabfluss in Richtung Krankenkasse, Versicherer etc. pp. Stattfindet? Also letzten Endes ist es, ja, wenn wir über rechtliche Regulatorien sprechen, doch die Frage, gehören die Daten zu mir in mein Haus? Gehe ich mit denen um oder liegen die auf irgendwelchen Plattformen und werden abgesaugt? Ich würde Ihnen im Prinzip zustimmen, ja, die Daten gehören zu mir und will da mal unserem Innenminister de Maizière zitieren, der sagt, wir brauchen grundsätzlich zusätzliche Instrumente, die eine sinnvolle Nutzung von Big Data ermöglichen und zugleich die unzulässige Erstellung von Persönlichkeitsprofilen unterbinden. Das ist also er will schwarz und weiß. Ja, also das ist schön. Das Problem ist nur, wir sprechen hier über eigentlich auch nicht das Internet der Dinge, sondern wir sprechen über das Internet. Das Internet der Dinge ist ein Begriff aus den 90er Jahren und der trifft eigentlich nicht das, worüber wir hier reden. Wir reden hier über das Internet und da werden jetzt immer mehr Geräte angefügt. Und das Internet, wissen wir, das ist global und das lässt sich nationalstaatlich ganz schlecht regeln. Weil Server von Google oder wo auch immer ganz woanders in der Welt stehen und ganz anderen nationalstaatlichen Regularien unterliegen, die anders gestrickt sind, als wir hier das in Deutschland sehen. Dazu kommt auch noch, dass das, die Sensibilität für Datenschutz weltweit völlig unterschiedlich ist. Zum Beispiel in Entwicklungsländern, wo man von dem Internet der Dinge, ich gebrauch den Begriff jetzt wieder, auch wenn ich eigentlich denke, das Internet an sich trifft es mehr, die schauen ganz hoffnungsfroh entgegen, dass man mit diesen Mechanismen auch knappe Ressourcen wie Wasser regeln kann. Denen ist, glaube ich, in zweiter Linie der Datenschutz ziemlich egal. Die haben ganz andere Probleme zu lösen. Die brauchen erstmal einen Anschluss und dann haben die, wie gesagt, ein Interesse daran, dass ihre knappen Ressourcen besser eingesetzt werden. Und ich denke, das macht auch Sinn. Und wenn man dann wiederum versuchen will, nationalstaatlich einen gewissen Datenschutz zu gewährleisten für die Bürger, die entsprechend sensibilisiert sind, ist das gut, hat aber Grenzen, leider. Jetzt haben wir Ihren Einwurf hier vorne noch mal hin und her gewandt, aber ich meine mich zu erinnern, dass da vorne links noch ein Herr sitzt, genau, der auch eine Nachfrage oder einen Einwurf hatte. Einwurf weiß ich gar nicht, so eine Frage tatsächlich. Genau. Hallo, mein Name ist Amos und ich finde das ja alles ganz toll, diese Dinge, die so durch die Gegend fahren. Ich hätte tatsächlich eine Frage an den Herrn Jochas, weil ich im Augenblick so ein bisschen den Aspekt der künstlichen Intelligenz so ein bisschen vermisse in der Diskussion. Wir reden gerade so über diese Implikationen. Wenn ich diese Kiste da draußen stehe, finde ich sowas ja also super. Also wir haben irgendwie vor 120 Jahren Autos erfunden, weil wir diese Pferde loswerden wollten. Und jetzt treiben wir einen unglaublichen Aufwand, damit wir Autos mit den kognitiven Fähigkeiten eines Pferdes auf die Straße bringen. Und ich frage mich einfach, also da schließt sich ja so ein Kreis. Und das find ich einfach genial. Wird das unser Leben tatsächlich verbessern? Also was glauben Sie? Ja, und vor allem, also ist es auch tatsächlich der Vektor, den diese ganze Technologie irgendwie nehmen muss? Ja, Sie haben wirklich die Motivation voll richtig getroffen. Wir wollen zum 19. Jahrhundert zurückgehen. So, wir wollen zu der Situation gehen, wo Sie keine Autos an der Straße geparkt hatten. Wir wollen die Straße frei von Blech haben. Wir wollen die Straße zurückgeben zu den Passanten und zu den Fahrradfahrern und jeder, der die Straße benutzen will.
Wie kann man das machen? Ein Auto steht heute an der Tage am Rande 90 oder 95% der Zeit. Der Benutzer von Fahrzeug benutzt es vielleicht eine Stunde pro Tag und den Rest des Tages benutzt Platz in der Stadt. Unsere Motivation und unsere Vision der Zukunft ist, wenn wir autonome Fahrzeuge haben in 30, 40 Jahren, die Menschen abholen, dann brauchen sie kein Privatfahrzeug. Dann sind alle diese Fahrzeuge nur Taxis, die sind Teil des öffentlichen Verkehrssystems. Und wenn sie zu Hause sind und ein Auto brauchen, dann rufen sie den Taxi, der kommt, holt sie ab, aber holt auch der Nachbar und jemand, der unterwegs ist. Und was ist mit menschlichen Bedürfnissen wie Status, die ich ja auch ausdrücke über mein Auto? Ja, Status kann man sehr schnell durch den Preis, den sie bezahlen, dann regeln. Das wird uns auch manchmal gesagt. Viele Leute sagen, ich will aber nicht mit zwei oder drei in einem Auto fahren. Dann sage ich einfach, dann zahlen Sie erste Klasse und dann fahren Sie alleine. Und dann gibt es die 5-Sterne-Klasse, das sind ultra luxuriöse autonome Fahrzeuge auch, aber die kosten das 10-fache von das, was mit anderen Menschen im Auto zu fahren. Und dann regelt es sich von alleine. Also ultimatives Carsharing ist im Grunde die Idee. Das nennen wir Carsharing, aber Carsharing gleichzeitig, nicht eins nach dem anderen wie heute, sondern Carsharing gleichzeitig. Und dazu gibt es eine sehr interessante Studie aus den USA, was gerade vor einem Monat erschienen ist. Die haben die Daten von allen Taxis in New York genommen, so echte Daten von echten Fahrten, 2 Millionen Fahrten in New York. Und dann haben sie nur berechnet, was würde passieren, wenn jeder Taxi nicht eine Person fährt, sondern zwei. Mhm. Das heißt, die zweite Person wird unterwegs abgeholt und dann weitergefordert. Und der Zeitverlust für den Ersten, der eingestiegen ist, ist unter 5 Minuten limitiert. Das Ergebnis der Studie ist, mit echten Daten, man könnte 60% der Taxis in New York einsparen, wenn nur diese Regelung getroffen wurde. Es können 2 Personen im Taxi fahren. Das zeigt Ihnen schon, wie viel man sparen könnte. Das setzt aber natürlich dann doch einen stark eingreifenden regulativen Staat voraus, nein, der uns dazu verknackt, das zu tun, oder? Nein, überhaupt nicht. Nee? Nein, da brauchen Sie nur Preise. Und wenn ich ich zahle heute 20.000, 30.000 für ein Auto. Ich muss das Auto waschen, ich muss das Auto parken, ich muss das Auto bedienen. Wenn ich das alles nicht habe und stattdessen nur Taxigebühren zahlen, und die sind viel niedriger als vorher, und außerdem der Verkehr fließt, weil es keinen Stau gibt, und außerdem ich in den Fahrrad steigen kann, weil die Straßen frei sind, das ist, was wir nennen, zurück zum 19. Jahrhundert. Gibt es weitere Fragen von euch oder Einwürfe aus dem Twitter-Kanal? Da sehe ich noch jemanden, da meldet sich noch ein Herr. Ja, vielleicht auch so in die Runde. Also die Frage, ob wir durch Internet of Things nicht so einen Technikpaternalismus befördern, der zu Lasten individueller Freiheit geht. Weil vielleicht, was der Weber schon gesagt hat, möchte ich im Halbdunkeln gerne lesen und möchte nicht, dass das Licht angeht, wenn ich in den Raum komme. Und vielleicht möchte ich auch alleine irgendwie im Renault Twingo fahren, was kein Statussymbol ist, aber ich möchte halt alleine in meinem Auto sitzen. Und vielleicht habe ich es eilig und fahre halt mal über eine gelbe Ampel. Klar, das geht natürlich auch zulasten der Sicherheit, aber da halt auch die Frage, wie viel wert ist individuelle Freiheit noch im Zeitalter von Internet of Things? Also auch in Bezug auf Smart Home. Ist das eine Frage an Professor Roppers oder an... Ich antworte ganz schnell. Bei öffentlichem Verkehr wollen Sie auch nicht den Bus selber fahren und Sie wollen auch nicht den Flugzeug selber fliegen. Sie sind schon froh, wenn Sie ankommen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Was würden Sie antworten, Herr Lang? Also ich verstehe die Frage sehr gut, weil aus meiner persönlichen Sichtweise, wenn mir jemand mein unautonomes Auto wegnimmt, dann kaufe ich mir sofort ein Motorrad, weil da wehre ich mich mit allen Händen und Füßen dagegen. Und ich verstehe auch die Frage in Bezug auf die ganzen Geräte und Lampen und was weiß ich was alles zu Hause. Und wenn ich das jetzt auf eine IoT-Lösung oder eine Smart-Home-Lösung runterbreche, dann wird mir eigentlich ganz schnell bewusst, dass jede Lösung, die mir diesen individuellen Freiraum nicht lässt, konsumerunfreundlich ist. Das heißt, sie wird auf mittelfristige Sicht schon am Markt keine Chance haben. Wenn ich mir alles vorgeben lassen muss von der fertigen Lösung, dann wird sie rausfliegen unterm Strich und ich werde mich auf die Lösung konzentrieren, die mir die Freiheit bieten. Also es gab vorab auf Publix 4 jemanden, der sagte, ich sehe noch nicht die Bedürfnisse, die das Internet der Dinge stillen soll. Das ist sozusagen das, was Sie sagen. Das ist absolut richtig. Wir steigen eigentlich mit Spielereien ein.
Und so ist es ja überall anders auch. Die Bedürfnisse, die dazu geführt haben, dass heute jeder ein Auto hat, die waren ja auch zu Beginn nicht da. Sprich, können sich verändern und wir passen uns an. Ich würde gerne eins noch erzählen. Ich habe in Vorbereitung auf den heutigen Abend mit einem Freund telefoniert, der ist Designer bei einem großen Haushaltsgerätehersteller und habe den gefragt, was der davon so hält. Und der hat mir gesagt, er weiß, dass viele Sachen, die sie da entwickeln, die braucht keiner und dafür gibt es kein Bedürfnis, aber die gibt es trotzdem. Und was man suchen muss, ist der, jetzt muss ich mal spicken, der Use Case. Man muss den Use Case suchen. Also man muss eine Situation konstruieren, wo die Entwicklung, so wie man sie da hat, mit der Technik, die man reingepackt hat, doch sinnvoll ist und damit dann doch gucken, ob auf längere oder mittlere Sicht sich ein Bedürfnis einstellt. Also würden Sie also sagen, dass so bei diesen Alltagsgegenständen doch relativ viel an den realen Bedürfnissen vorbei produziert wird und sich ja in so einer Art Evolution dann irgendwann rausschält, was davon wir wirklich brauchen können und was nicht? Naja, es ist ja selten so, dass das Bedürfnis zuerst da ist und danach die Technologie danach entwickelt wird. Sondern es ist halt oft so, dass eine Technologie irgendwo erfunden wird oder erforscht wird und wir später feststellen, was wir damit machen können. Wenn Sie jetzt sagen Haushaltsgerätehersteller, da fällt mir der Trockner ein im Gegensatz zu der Waschmaschine, die Sie vorhin genannt haben. Das mit der Waschmaschine ist einfach ein blödes Beispiel, habe ich auch gesagt. Aber beim Trockner erzählt Ihnen jede gute Hausfrau oder jeder gute Hausmann, dass die Wäsche am schönsten und am fluffigsten ist, wenn Sie sie dann rausnehmen, wenn der Trockner fertig ist. Was macht die gute Hausfrau? Sie stellt sich einen Küchenwecker. Wie schwachsinnig. Also wenn Ihnen der Trockner oder irgendein anderes Gerät im Haus, egal wo Sie sich befinden, sagt, der Trockner ist fertig, dann gehen Sie runter, holen das Zeug raus und alles ist so, wie Sie es haben wollten. Ganz einfaches Beispiel, ein Bedürfnis, auf das Sie nicht selber gekommen wären, wenn die Technologie dafür nicht zuerst zur Verfügung stand. Also da würde ich jetzt mal sagen, ich weiß ja, das Ding läuft 90 Minuten, wenn ich es jetzt reintue, hole ich es dann raus. Sie schauen ja nicht die ganze Zeit auf die Uhr und gucken jeden Tag, wann Sie die Wäsche reingetan haben. Das ist einfach ein kleiner Komfort. Gut, bin ich doch nicht so die gute Hausfrau. Okay. sehen Sie, und da habe ich Ihnen jetzt eine Möglichkeit gegeben, doch einen Schritt nach vorne zu machen. Mich zu optimieren, okay. Also wenn ich kurz da einhaken darf, Technikhistoriker lehren uns ja, dass 80-90% der technischen Innovationen sich niemals am Markt durchsetzen. Ja? Das heißt, technische Innovation ist immer ein Try und Error und es ist viel, viel mehr Error, als es Try ist. Das heißt ja aber nicht, dass wir das Try unterlassen. Ja? Natürlich probieren wir ständig neue Sachen aus, ja? Ohne so recht zu wissen, braucht das eigentlich jemand. Ja? Auch beim Handy haben Anfang der 90er Jahre viele Leute nicht gewusst, muss das ja jeder haben. Sie erwähnten eben Herrn Watson, der davon ausging, die Welt braucht vielleicht 5 Computer und damit ist unsere Rechenleistung erschöpft und mehr werden wir davon nicht brauchen. Ja? Heute kann jedes Handy alle ballistischen Berechnungen der ersten Mondlandung in Sekundenschnelle ausrechnen. Und wir alle haben so ein Gerät. Ich nehme mal an, hier ist keiner im Raum, der nicht ein Smartphone oder ein Handy dabei hat. Doch, doch. Hinten ist der letzte Mohikaner, hat sich gerade gemeldet. Da möchte ich noch mal drauf eingehen. Also ich komme von der IFA nicht weg, tut mir leid, muss noch ein Beispiel, ein irrsinniges erzählen. Der Staubsauger mit 360-Grad-Kamera, der dann einen detaillierten Grundriss Ihrer Wohnung erstellt und dann optimal saugt. Da habe ich mich gefragt, für wie blöd halten die denn die Kunden, dass ich bereit wäre, mir sowas in die Wohnung zu holen, was bei mir alles ablichtet und guckt, wo steht was und der Einbrecher noch nicht mal mehr auf Trial-and-Error-Basis rausfinden muss, lohnt sich das bei der Weber? Er muss nur vorher in meinen Staubsauger gucken und weiß dann irgendwie, da sind die Geschmeide und da ist der Computer oder so. Ich hätte jetzt gemutmaßt, das ist eine Erfindung der NSA. Nee, das war glaube ich noch nicht so. Doch Siemens. Keine Ahnung, ob die jetzt auch in Haushaltsgeräte machen, weiß ich nicht. Aber da habe ich mich gefragt, also es ist ein bisschen beleidigend. Die halten die Verbraucher für so doof. Also das Anwendungsbeispiel kannte ich nicht. Ich war nur sehr irritiert, als ich jetzt kürzlich las, dass Oral-B die erste vernetzte elektrische Zahnbürste auf den Markt gebracht hat. Die ist gekoppelt mit einer Smartphone-App, sodass man also während des Zähneputzens auf sein Smartphone zu gucken hat, um dann darüber informiert zu werden, ob man lang genug geputzt hat, ob man richtig geputzt hat, ob auch alle Backenzähne dabei waren. Ich weiß nicht, was man noch alles über diese App erfahren kann. Das Beispiel hat mich ein bisschen irritiert. 280 Euro kostet die, glaube ich, ne? Nicht schlecht. Mhm. Und dann las ich heute noch eine Pressemitteilung von McAfee. Den kennen Sie, das ist dieser bekannte Antivirenprogrammhersteller. Der hat verlautbaren lassen, gerade unter dem Stichwort Internet
der Dinge. Ich habe das natürlich heute Morgen schnell nochmal gegoogelt, was sind so die aktuellen Themen. Und McAfee gibt zu bedenken, dass wenn ich Mikrochips in Alltagsgegenstände einbaue, dann werden die Alltagsgegenstände natürlich auch mögliche Angriffsziele für Virenhersteller. Und überschrieben war diese Pressemitteilung mit: Deine Zahnbürste greift dich an. Und da musste ich dann an Oral-B denken und dachte, aha, die Wirklichkeit hat uns schon eingeholt und ich muss bald Angst vor meiner Zahnbürste haben. Da gab es auch bei Ihnen auf Twitter, Frau Hoferichter, einen schönen Satz, den ich da gelesen habe. Ich finde ihn gerade nicht, aber ich glaube, er ging ungefähr so: Stell dir folgende Schlagzeile vor, 100.000 Kühlschränke knacken die Bank of America oder so. Ist da was dran oder ist das nur so dieses dystopische, huch, habe ich aber Angst vor, kenne ich noch nicht, über das wir schon sprachen? Der das gesagt hat, war Vint Cerf, einer der Erfinder des Internets. Der saß vor kurzem bei uns auf dem Podium und hat sich er ist selber sehr technikaffin nach wie vor und hat das zu bedenken gegeben, wenn dann die künstliche Intelligenz, die Maschinen anfangen, miteinander zu kommunizieren und auf einmal Dinge machen, die so nicht vorhersehbar waren. Das war eigentlich dieser Aufhänger dieser ganzen Geschichte. Und also er hat es nicht nur als Witz gemeint, sondern als, ja, als mögliche Zukunft, sage ich mal. Also ich denke, als jemand, der so weit gedacht hat, um ein Internet mit auf den Weg zu bringen, es gibt ja mehrere, die daran eine Aktie haben, aber er war einer der Hauptakteure, sollte man ihn durchaus ernst nehmen. Und er sagt selber, das ist wirklich das the next big thing, also das nächste Große, was uns erwartet. Also wir stehen hier wirklich an einer Schwelle im digitalen Zeitalter. Dann müssen wir uns vorstellen, Internet gibt es ca. 20, 25 Jahre in der Form, wie wir es heute kennen. Das ist nicht wahnsinnig lang. Auto gibt es 120 Jahre oder ein bisschen länger und jetzt reden wir über fahrerlose Autos. Also wir stehen hier ganz am Anfang von einer Entwicklung. Die ganzen Fragen über Datenschutz und Sicherheit, Softwarekompatibilität, die steht noch ganz, ganz am Anfang und wir werden viele Dinge auch wieder verwerfen, die wir jetzt, wie zum Beispiel mit diesem Staubsauger, das klingt für mich auch wie so ein idiotisches Beispiel, aber wer weiß, es ist momentan wie ein Blick in die Glaskugel, wohin die Reise gehen mag. Möchte von Ihnen noch jemand in die Glaskugel vielleicht reingucken und sagen, was er oder sie drin sieht? Hier ist nochmal der Herr in der Mitte. Ich weiß nicht, vielleicht könnten freundlicherweise alle mal die Hand heben, die was sagen möchten, damit ich mal einen groben Überblick habe. Ich sehe drei und Sie beginnen, bitte. Ich hätte noch mal eine Frage, betrifft den technischen Entwicklungsstand beim autonomen Fahren. Wäre es heute schon möglich, Eisenbahnen oder große Lastwagen auf Autobahnen autonom fahren zu lassen? Wäre das technisch und wirtschaftlich möglich heute schon? Oder wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, ich habe das gelesen, dass es das gibt. Die Technologie ist reif für alles, was im privaten Gelände passieren kann. Zum Beispiel etwas, was nicht so viele wissen, aber autonome Fahrzeuge gibt es schon viele, und zwar im Bergbaubereich. Es gibt Bergbau in Australien, in Chile und so weiter, wo die Transportfahrzeuge, die laufen 24 Stunden am Tag, die ganze Woche, und die werden von einer Zentrale kontrolliert. Das sind enorm teure Fahrzeuge, wo der Einsatz sich so lohnt. Wenn Sie eine Spur haben, die reserviert für ein Fahrzeug ist, dann können Sie auch autonom fahren. Und es gibt schon in Spanien gibt es ein solches Fahrzeug. In Holland gibt es mehrere solche Fahrzeuge mit reservierter Spur, die autonom fahren. Deswegen für solche Einsätze ist die Technologie reif. Wo die Technologie und vor allem die Gesetze und auch die Gesellschaft noch nicht vorbereitet ist vor allem die Straße. Deswegen denkt die Autoindustrie, bei den Plänen der Autoindustrie, insbesondere in Deutschland, ist die Idee, dass ab 2020 die ersten Autopiloten für die Autobahn verkauft werden, bei den teuren Fahrzeugen. Dann können Sie den Knopf drücken und dann fahren Sie autonom nur in der Autobahn. Und dann, je nach der Erfahrung, die man über mehrere Jahre oder Jahrzehnte gewinnt, könnte man auf die Straße übergehen. Aber zunächst einmal wird nur für die Autobahn erwartet. Okay, jetzt würde ich doch bitten, dass wir vielleicht die Fragen erstmal sammeln, so mit Blick auf die Uhr. Wir sind, glaube ich, langsam so in der Einflugschneise. Vielleicht geben Sie genau das Mikro weiter. Ich hatte dort hinten rechts. Ah ja, Sie sind schon bewaffnet. Bitte schön. Also ich hatte zum einen
Kühlschränke, die die Bank of America hacken. Da gab es ja schon dieses Beispiel, dass in einem Botnetz halt auch Haushaltsgeräte wohl angeblich gefunden wurden. Also das ist jetzt nicht so Zukunftsmusik. Wie das habe ich akustisch nicht verstanden. Das was In Botnetzen, also von gekaperten Rechnern, wurden halt auch schon Haushaltsgeräte gefunden, die dann Spam verschickt haben oder ähnliches. Mhm. Was mich aber mal interessieren würde, ist die Frage, vielleicht wie Sie das einschätzen, das Missbrauchspotenzial. Also es gab ja immer die Geschichte, dass zum Beispiel Haushaltsgeräte wie Bügeleisen mit Funksensoren ausgestattet wurden, die dann offene WLANs ausspioniert haben und solche Dinge. Was glauben Sie, wer kann uns denn sicherstellen, dass die Technik, die wir uns da mit der Vernetzung ins Haus holen, auch sicher ist? Jetzt nicht nur von der Software, sondern auch wirklich von der Hardware, die wir da verbauen. Wie können wir da Sicherheit haben? Ich meine, das BSI wäre da so die Ansprechstelle, aber die sind auch in ihren Mitteln beschränkt. Also so eine Art Stiftung Warentest für Internet of Things. Frage gegen mich, oder? Ich würde gerne erstmal die Fragen sammeln, damit wir dann hinterher alle in einem Rutsch besprechen können. Ich glaube, ich hatte da hinten rechts noch ein Handzeichen gesehen, oder? Nee, nur halluziniert hier vorne der Herr. Nee, hat sich erledigt bei Ihnen. Dann ist da hinten, genau. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren auf der CeBIT immer ganz gerne oder irgendwo auf so Veranstaltungen in Hannover kommt ja immer dieses Industrie 4.0 zum Tragen. Ich finde es immer ganz toll, wenn dann so Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin dann vor so Bildschirmen oder automatisierten Roboterarmen irgendwo stehen. Sind wir so weit in Europa? Oder lassen wir uns da auch wiederum, ich stelle mal eine Standortfrage in die Gruppe irgendwie, oder lassen wir uns auch da wiederum, wie so häufig, das Heft aus der Hand nehmen? Wie sind wir, wie weit, wozu, wofür? Ist Deutschland als Industriestandort für diesen Begriff so weit? Mhm. So, gibt es noch weitere Fragen? Dann sprechen Sie jetzt oder schweigen Sie für immer. Gut, dann würde ich die beiden Fragen hier gerne noch mal reinwerfen. Wer garantiert ja sozusagen, dass da Komponenten verbaut werden, die nicht, die es dem Kaperer nicht zu einfach machen, sage ich mal so. Also wer reguliert da diese Qualitätsstandards, also Stiftung Warentest war ein Vergleich. Ich glaube, Sie wollten da direkt darauf antworten, oder? So, die einfache Antwort ist, das garantiert heutzutage keiner. Raoul Rojas höchstens, aber sonst keiner. Nein, keiner garantiert das, weil, ich meine, Sie sehen das schon bei dem Computer, bei dem Laptop. Bei dem Laptop können Sie ins Internet gehen, aber es gibt so viele Sicherheitsprobleme mit dem Laptop. Sie können dann Angriffe über Viren, über verschiedene Sachen kriegen da. Und außerdem, allein in das Internet zu gehen, heißt, dass Sie sogar die Anonymität verlieren, weil Sie können anonym tatsächlich ins Internet gehen, aber es gibt, wenn Sie alleine auf eine Webseite gehen, da gibt es so 26 andere Webseiten, die Ihre Daten aufgreifen, die benutzen die Daten dann untereinander, die tauschen die Daten untereinander und dann können Sie verfolgt werden. Und wenn Ihr Bewegungsprofil im Internet schon bekannt ist, dann werden Sie automatisch identifiziert. Das heißt, das Problem der Privatsphäre ist ein Riesenproblem geworden. Das Problem der Sicherheit von diesen Geräten ist auch sehr komplex geworden, weil das sind jede neue Mikrochip, jedes Stück Software, was schon Millionen von Zeilen enthält, ist etwas, wo Sie nicht hundertprozentig niemals garantieren werden können, dass das fehlerfrei ist. Und deswegen gibt es noch viel zu tun an dieser Stelle. Ich würde nur sagen, das Problem in der technischen Entwicklung ist diese Ambivalenz, was schon angedeutet wurde. Es gibt viele Sachen, die Sinn machen. Zum Beispiel Energie einzusparen macht komplett Sinn. Der Energieverbrauch in Deutschland auf ein Drittel oder auf ein Viertel zu senken, das macht Sinn, das sieht jeder rein. Aber das funktioniert nur, wenn man gewisse technische Möglichkeiten und Vernetzungen verwendet. Heutzutage haben wir Solarzellen überall und Windmühlen überall. Aber das sind Mikroproduzenten von Energie und dann muss man das elektrische Netz jetzt eigentlich als eine Art von Computersystem betreiben und nicht mehr wie früher, wo nur eine große Produktion irgendwo stand und die Konsumenten woanders waren. Jetzt haben wir Mikroproduzenten überall und das alles zu kontrollieren, das erfordert Technik, Technologie. Gut, da schließt sich ja die nächste Frage gleich an. Kann Deutschland mitstinken bei dem Entwickeln dieser Technologien? Natürlich. Gibt es da andere Haltungen zu?
Ich bin sehr dankbar um diesen Einwurf, was Industry 4.0 eingeht, weil wir sprechen jetzt den ganzen Abend über diese sehr haushaltsnahen und verbrauchernahen Anwendungen. Die kommen uns dann alle kurios oder lustig oder auch albern vor. Aber es ist ja die Industrie, die ein ganz großes Interesse an der Weiterentwicklung von diesem Internet of Things hat. Und das hat eben sehr stark damit zu tun, dass es völlig neue Möglichkeiten der Automatisation gibt und damit natürlich auch der weiteren Einsparung von Personalkosten. Wir haben das im Hochfrequenzhandel an den Börsen weltweit schon. Da ist kein Mensch mehr beteiligt am Aktienhandel, sondern da kommunizieren Maschinen untereinander. Das wird in der Automobilindustrie natürlich eine ganz große Geschichte werden, ja, wenn da die Roboter mit den Einzelteilen eines Autos, ich glaube, ein Auto besteht aus wie vielen tausend Einzelteilen, Teilen, also mehreren auf jeden Fall, ja. Wenn die direkt mit diesen Teilen, mit diesen Dingen kommunizieren können, dann entstehen natürlich ganz neue Einsparpotenziale auch in der industriellen Fertigung. Und deswegen sind dann natürlich gerade Industrieunternehmen hochgradig interessiert daran, dieses Internet of Things weiterzuentwickeln. Und das sollte uns auf jeden Fall als Arbeitnehmer durchaus auch kritisch stimmen, ob wir diesen nächsten Schritt der Automatisation in allen Bereichen der Lebenswelt und der Berufswelt und der Arbeitswelt weiterführen wollen. So, ich möchte euch gerne ein unbefriedigendes Schlusswort nicht vorenthalten. Ich habe ganz viel gelesen im Vorfeld und ich sage mal so, jeder vierte, fünfte Zeitungsartikel endet mehr oder minder mit dem Satz, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Und ich glaube, das ist hier in den unterschiedlichsten Facetten heute Abend auch deutlich geworden. Ich möchte mich dennoch bedanken bei den Gästen hier vorne für den Versuch, das, was wir nicht wissen, doch zu bedenken oder über das Künftige nachzudenken. Euch für euer Interesse, fürs Kommen und für die Fragen. Jetzt ist nur hier vorne dieser offizielle Teil beendet. Der Abend ist noch jung, es gibt was zu essen, was zu trinken. Ihr könnt gerne weiter diskutieren. Ich möchte noch mal hinweisen, am 19. Oktober hört ihr diese Diskussion hier abends im Hörsaal auf D-Radio Wissen. Anschließend könnt ihr den Link weiterschicken oder downloaden und damit 26 weiteren Seiten sagen, was ihr gerne hört. Und am 29. Oktober lädt das HIG gemeinsam mit D-Radio Wissen zu einem neuen digitalen Salon. Dann sind wir wieder in den gewohnten Gemächern am Bebelplatz. Und wir reden dann über Krisenberichterstattung in sozialen Netzwerken und fragen, ob es da eher um Journalismus geht oder eher um Stimmungsmache. Vielen Dank, schönen Abend euch.